It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben hier direkt am Ende des Livestreams wohl irgendwie ein neues Phänomen entdeckt. Oder es ist nur ein Demo-Fehler. Wir können dann gleich alle drüber abstimmen oder eben nachdenken. In diesem Overwatch-Fall war meine Kamera... eben durchgehend hier unten unter der Map gesteckt. Also wir haben ein paar Sekunden reingeschaut, das hieß direkt, davon musst du ein Video machen, davon musst du ein Video machen. Ich kann es auch nicht anhalten, ne? Ich gehe auf Pause und es geht einfach weiter. Es gab früher Hacks oder eben Möglichkeiten, Server crashen zu lassen, dass man nicht ins Overwatch kommt. Möglicherweise ist das hier ein brandneuer Hack oder ein neues, was weiß ich, wie man es nennen möchte, eine weitere Möglichkeit, um eben nicht im Overwatch zu landen, weil ich komme ja auch nicht raus. Ist es durchgehend gestoppt, eigentlich darf es nicht laufen. Wir haben hier keinen Suspect am Start, wir haben keinen Bot. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier jemand dann gehackt hat, reported wurde und ab dem Moment praktisch an dem feststand, er kommt ins Overwatch, der Fall halt in dem Fall schon aufgenommen wurde, aber es nicht so weit kam, dass er als Suspect und so weiter eben hier geführt wird, weil er vielleicht den Server hat crashen lassen oder sonstiges. Möglicherweise sind die Server-Crashes zurück, das weiß ich nicht. Ich war selbst damals in einem Spiel, wo das so stattfand, also wir haben gegen einen Hacker oder gegen mehrere, ich glaube es war nur einer, gegen einen Hacker gespielt auf Cobble und der hat auch dann sowas geschrieben wie, er wird eh nicht gesnackt von Overwatch. Ja, und da haben meine Kollegen ja schon gesagt, der wird den Server crashen lassen zum Ende hin. Und genau das passiert auch. Der Server wird zum Ende hin gecrashed, sodass du zwar deinen Lose bekommst und die dann ihren Win, aber das Overwatch wohl nicht weitergereicht wird oder vielleicht genau das hierbei rauskommt. Aber ja, ich kann hier jetzt halt nichts machen. Ne? Also ich habe hier keine Möglichkeit zu sehen, ob jemand hackt oder nicht. Klar, ich kann mir oben links die Ding anschauen, wie die Kills fallen und die Map ein bisschen benutzen, aber das ist null aussagekräftig, also überhaupt nicht aussagekräftig. Ich kann hier nicht fliegen, ich kann nicht durchklicken durch die Leute. Ich kann auch nicht mit 1, 2, 3 da mit den F-Tasten irgendwie durchschalten. Ich hänge einfach mittendrin. Wir können es mal auf Half durchlaufen lassen und hier vielleicht über die Map halt ein bisschen gucken. Also da, wer wohl auf wen schießt. Aber da wir hier noch nicht mal einen richtigen Suspect stehen haben, kann ich überhaupt nichts sagen. Ich hoffe natürlich, dass das hier einfach nur ein Bug ist und keine neue Möglichkeit, wir sind schon raus, keine neue Möglichkeit, sich vom Overwatch zu drücken. Also wir können das nochmal ganz kurz postponen und nochmal reingehen. Und dann machen wir jetzt einfach den Move, dass wir halt zumindest geschwind aufs Scoreboard gucken und schauen, ob da jemand raussticht. Aber ich kann auf keinen Fall hier eine Bewertung durchführen. Das geht nicht. Also Hurricane könnte es sein. Einfach nur von den Frags her. Ich habe sonst echt keine Annahme. Wir könnten gucken, ob er viele Headshots macht. Wobei er jetzt eh erstmal down war eben die Runde. Da war ein Headshot von Monsieur, aber er ist auch wieder down. Also er stirbt wohl auch recht oft, wie man hier sieht. Er hat ja auch schon 4 Tode. Ostrich könnte es auch sein. Mal schauen, wie er so reinballert. Headshot. Also ich stehe hier mit 0 da. Wirklich mit 0. Deswegen kann ich auch überhaupt nichts drücken. Weil wir auch überhaupt nicht in der Lage sind, hier irgendwas entscheiden zu können. Und noch das nächste abwarten. Also den nächsten Fall und gucken, wie der so ist. Nicht, dass Overwatch vielleicht generell einfach broke ist und das gerade nicht geht. Das kann natürlich auch sein. Immer schön hier hin und her klicken. Das hilft bei mir manchmal. Dann kriege ich sie schneller. Wenn ich einfach was anderes geschwind aufmache. Falls jetzt wieder ein neuer Exploit oder ähnliches kam, der die Server zum Crashen bringt und diese Overwatches zerstört, wäre das echt... madig natürlich, weil ich glaube, gerade vor kurzem war doch erst der Fall, dass Overwatch ein bisschen down war, ne? Da war doch irgendwas. Ah, na also, es geht doch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wieder normal ist oder die Kamera genauso hängt. Weil dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es halt irgendwie gerade ein Problem bei Overwatch ist. Oder falls es ein neuer Cheat ist oder eine neue Möglichkeit, das Ganze hier zu riggen, dass es halt extrem oft gerade genutzt wird. Ich hätte das bis jetzt noch nie. Also in einem Overwatch, wie gesagt, einmal... in dem Spiel, dass der Server gecrashed wurde, als es gerade rumging. Ich hatte auch in Overwatch das mal dieses Instant Defuse, ein Instant Bomb Plant. Also jemand fängt an, die Bombe zu legen und hat sie sofort gelegt. Oder jemand versucht es... Und dann fliegt sie direkt in die Luft, glaube ich. Oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Aber Instant Defuse auch. Dass jemand anfängt zu defusen und es ist halt direkt fertig defused. Eins von beiden auf jeden Fall schon auch in einem Video. Bomb Hack oder Bomb Glitch oder irgendein Hack viel mehr. Mal schauen. So, das sieht doch hier wieder wie gewohnt aus. Er guckt schon mal nicht auf den Boden, nice. Hat aber auch keine Skins, hm? Wirkt hier wie ein normales Overwatch, ne? Guck mal rein. Okay. Hä? Was machen die? Ist ja gerade komplett verwirrt. Also einer ist noch bei Jungle drin. Den aimt er auch wieder gut ab. Der ist weg. Das müsst ihr auch wissen, ja. Das ist, also da rechts ist noch einer. Den vermutet er jetzt halt doch irgendwie hart, weil ich schon längst, wenn ich er wäre, meine Position verlassen hätte, um halt weiter zu sichern, denn Jungle war offen. Also ich gehe davon aus, dass er ein bisschen durch die Wände gucken kann.
achtet mal genau, wie gut der andere, also der City, immer wieder im Bild ist. Ich mach's mal hier runter. Okay, jetzt halt gerade gar nicht. Na, jetzt hat er auch geschossen. Also ich meine, dass er durch die Wände gucken kann und halt genau weiß, wo wer ist. Er tut jetzt halt so, Steiner, ich weiß es nicht. Ach ja, und vor kurzem wurde mir geschrieben, was man auch mit considern kann oder sollte, wäre ein Radar-Hack, dass man auf dem Radar alles sieht. Also so nehme ich zumindest an, funktioniert so ein Hack, ein Radar-Hack, dass man halt einfach nicht nur seine Mates, sondern eben auch die Feinde sieht auf dem Radar. Zweimal da unten reingeballert, so. Er ist sich hier jetzt doch recht sicher, dass diesmal keiner da oben auf der Treppe ist, wo er sich vorher noch versteckt hat, so und hochgeklotzt hat. Stellt er sich ziemlich presst da raus und ballert da rum. Wir schauen mal nach seinen Stats. 12-0-4, jo. Ist jetzt nicht überragend. Mhm. Den anderen wollte er auch noch holen. Auch Richtung Aim Assist wirkt es hier etwas. Ey, ich weiß nicht, warum er da so komische Drehungen macht. Ich hätte jetzt mir halt gewünscht, natürlich, dass er in Connector reingeht und den halt sofort wegdrückt, weil er ihn sieht oder gesehen hat durch die Wände, aber das ist jetzt nicht so passiert. Er hüpft hier einfach mit Knife durch. Oh mein Gott, Alter. Also ich könnte schwören, er hat vorhin einmal Aim Assist gehabt. Warum trifft er denn jetzt hier nicht, der Dödel? Weil es zu auffällig ist? CT? Er hat doch ziemlich fett auf die Nase, oder? Die Waldfee. Die Gegner scheinen auch ein bisschen reinzudrücken. Also nicht zu hacken zwingend, sondern einfach nur... Hallo, wo ist jetzt meine Maus? Ah, ja. Ganz gut zu spielen, bei denen habe ich ja keine Sicht. Also einer bei Firebox, die Nate... Oh, jetzt wird er auf einmal richtig bad. Also zwischendurch hätte ich fast zu 100% gesagt Wall und auch einmal Aim. Mindestens einmal, aber jetzt ist es wieder so wenig. Er kriegt es nicht richtig hin, er verreckt, er kann die Shots nicht mehr machen. Ja, okay, wow. Und dann kommt er gesteppt und schießt und gibt einen Header. Ja, okay. He's back on track. Weißt du, macht voll die Keck-Moves, dreht sich. Eine Nate fliegt auf ihn, da ist ein Feind, er wechselt erstmal auf eine Granate. Und dann trifft er sowas, er läuft und, oh, da ist ein Feind, pam, pam, pam. Ja, okay. Ich würde nach wie vor auf Wall explodieren. Wir machen es hier mit diesem Fall auch wieder so, dass, ach, fuck, was habe ich das mal gedrückt? Ich habe doch gesagt, ich sag's in dem nächsten Video. Ich habe ein anderes schon aufgenommen. Habe ich's da dann gesagt? Ich habe jetzt 2 oder 3 Overwatches praktisch noch auf der Platte, die ich noch hochladen muss. Und ich weiß gerade nicht, wie die Reihenfolge ist, in welchem ich zu welchem Fall was sage. Das ist gerade etwas belastend. Also beim letzten Mal, bei dem mit Skins, der hat reingehackt, glaube ich. Und dem habe ich auch gedrückt. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Also wir hatten ja einen Fall, wenn es der letzte war, da hatte einer wieder ein Knife. Was mich natürlich extrem gefreut hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass das ein Fall war. Ja, doch, den habe ich weggepimmelt. Wenn das letzte Video sowas hieß wie Cheater verliert sein Knife oder Cheater verliert Geld oder sowas, dann war das der, den ich meine. Wenn nicht, dann nicht. Wir hatten einen Fall, da hat einer Knife gehabt, kein ultimativ dickes, aber halt auch ein Knife. Und der hat auf jeden Fall reingehackt. Ich bin bei ihm jetzt trotzdem... Es ist so komisch bei ihm. Seine Aim-Geschichte und sowas... sehen so lappenhaft aus und dann trifft er, also er kann es ja gar nicht selbst machen. Wenn, dann wäre das hundertprozentiges Luck, jeder seiner Kills wäre dann Luck. Was ist denn mit ihm los? Will er einem irgendwas beweisen? Will er irgendwas machen, was Spezielles? Spielt er nur auf Dödelig und ist eigentlich sehr gut? Macht er vielleicht so eine Art Boosting-Game und... Yes! Yes, okay, dann... und dreht sich halt rum und so? Deswegen von wegen, Leute, ich habe einen Kill gemacht. Yay, macht ihr den Rest? Mitte, Rush übrigens. Alle sind auf Mitte. Er legt erstmal die Bombe. So, und die Feinde kommen von hinten. Jetzt zeig uns bitte nochmal was richtig Eindeutiges zum Ende hin. Ja. Ich werde mir den Fall, glaube ich, tatsächlich nochmal dann angucken müssen. Einmal kurz ohne euch. Um auch ganz sicher zu gehen, weil... Ja, aber das ist doch, oder? Hat er nicht am Anfang gespielt wie eine Kartoffel? Ich gucke mir es gleich nochmal an. Bin vielleicht auch noch ein bisschen durch den Wind. Wir haben bis eben wieder gestreamt und... Dann sehe ich den Fall und sage, Leute, das trifft sich ja gerade. Das kann ich noch schön rekorden für die YouTube. Also diesen anderen Fall halt, ne, mit diesem Fehler. Wow. Haut in die Kommentare, was ihr denkt, was man ihm hier drücken sollte. Und ich schaue mir den Fall jetzt erst nochmal an, bevor ich dem was drücke. Nochmal, um ganz sicher zu gehen. Obwohl ich bei ihm doch die harten Vibes verspüre, dass da auf jeden Fall was an ist. Aber ja, ich muss mir das nochmal kurz in Ruhe angucken, ohne zu labern. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Am Montag dann oder am Mittwoch, je nachdem wann das Video kommt. Montag, Mittwoch, Freitag sind so die Upload-Tage aktuell. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Und natürlich auch, so wie immer, ein Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure Gaben. Extrem edel von euch. Ja, sweet, dass ich euch hab. Ciao, ciao.